ich bin Daniel von Tablet.de hier auf dem Mobile World Congress 2013 in Barcelona. Das ist das Samsung Galaxy Express, das Einsteiger-LTE-Smartphone. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal um das Gerät herum. Ich zeige euch das einfach mal, was es so alles kann, wie es in der Hand liegt. Wir haben hier vorne ein 4,5 Zoll großes Display und wir haben eine Auflösung von 800x480 Pixeln. Das Display ist sicherlich nicht das allerschärfste. Man sieht hier auch durchaus den einen oder anderen Pixeln, aber durch die Super AMOLED Plus Technologie ist es wirklich sehr schön farbenfroh. Die Farben sind sehr knackig und man kann es von allen Seiten sehr, sehr gut ablesen. Das ist sehr löblich. Ansonsten, wir haben hier das Design, was man vom Samsung Galaxy S3 zum Beispiel kennt. Hier ist es zum Beispiel in der Farbe weiß gehalten. Ich nehme an, es wird es auch in schwarz oder blau geben. Insgesamt besteht das aus Kunststoff, vorne ein Gorilla-Glas-Display, damit es auch sehr, sehr gut vor Kratzern geschützt ist. Man sollte es aber allerdings jetzt nicht mit Schleifpapier schmörgeln, aber mit ein paar Schlüsseln in der Tasche sollte dem Display wirklich nichts passieren. Ansonsten an der Seite natürlich die üblichen Anschlüsse, Micro, USB, damit kann man das laden und ein paar Daten übertragen vom Rechner zum Beispiel, um noch einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss. Und wir haben hier hinten eine 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus und LED-Blitz, die sollte auch ordentliche Ergebnisse liefern. Und ansonsten haben wir hier noch den Lautsprecher und darunter verbirgt sich ein Akku mit 2000 mAh und der sollte für eine ordentliche Akkulaufzeit sorgen. Ich denke, dass man locker damit durch den Tag kommt und das ist ja auch das Wichtigste beim Smartphone, man muss ja erreichbar sein. Weiter geht's, wir haben hier drin, da steht noch ein Micro-SD-Kartenanschluss, aber hier ist noch ein Qualcomm 4G-Logo, das heißt, wir haben hier ein LTE-Smartphone und das ist deutlich schneller als das normale 3G-Netz mit HSPA. Wir haben hier bis zu 100 Megabit die Sekunde im Download. Das ist deutlich schneller als normales DSL. Normalerweise hat man DSL 16.000, das ist etwa 5-mal schneller, wenn es denn zur Verfügung steht. Wir haben hier die Samsung-typische Oberfläche. Darunter läuft Android Jelly Bean, nehme ich an. Wir gehen mal kurz in die Einstellungen, da hat man auch kurz gesehen. Es kann natürlich auch NFC, das heißt in Zukunft werdet ihr damit auch bezahlen können. Oder ihr könnt ganz einfach zwei Geräte aneinander halten und dann ein Foto zum Beispiel übertragen an Freunde. Ansonsten, 4.1.2 ist die Jelly Bean Version und ich denke mal, demnächst wird es ein Update dafür geben. Ansonsten, was haben wir hier? Die Samsung-typische Oberfläche, man kennt es zum Beispiel vom Samsung Galaxy S3. Wir haben hier also alle Features, die auch das große Smartphone hat, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Wir haben hier die Möglichkeit, über den Play Store Apps herunterzuladen, wie zum Beispiel Facebook. WhatsApp ist zum Chatten sehr beliebt. Man kann also kostenlos Nachrichten zueinander verschicken. Ansonsten, der Musikplayer ist bei Samsung sehr gut, muss ich sagen. Ich hatte es schon bei diversen Geräten getestet. Er reagiert hier sehr, sehr schnell und auch der 1,2 GHz Zweikernprozessor macht seine Arbeit sehr, sehr gut. Wir haben noch 1 GB Arbeitsspeicher. Damit läuft das Gerät sehr, sehr flott und damit sollten auch anspruchsvollere Spiele gut darauf spielbar sein. Natürlich kann man hier auch ins Internet. Wir haben hier sogar WLAN. Wunderbar. Aber ich nehme an, wir haben kein LTE, sodass wir die Geschwindigkeit leider nicht testen können. Aber ich sage euch, das sollte kein Problem sein. Scrollen funktioniert sehr, sehr flüssig. Wir gehen nochmal auf die volle Webseite, damit ich euch mal zeigen kann, dass man hier auch wunderbar mit den Fingern reinzoomen kann und navigieren kann. Ihr seht, es wird sehr, sehr schnell alles scharf gestellt. Ein sehr, sehr schönes Gerät. Wo werden wir da preislich liegen? Ich nehme an, es wird vor allem mit Vertrag verkauft, da wahrscheinlich ab einem Euro ungefähr. Ansonsten wird es wahrscheinlich so um die 3,99 UVP rauskommen, also auf einen Straßenpreis von 350 Euro hinauslaufen.
Ja, das ist das Samsung Galaxy Express. Fühlt sich in der Hand vor allem sehr, sehr schön an. Es ist nicht zu groß, es ist sehr kompakt. Man kommt hier auch mal mit dem Daumen ran. 4,5 Zoll, wie gesagt, ist das Display. Ein sehr, sehr schönes Gerät. Recht leicht und wirklich gut verarbeitet. Also, das ist das Samsung Galaxy Express. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt natürlich einen Daumen hoch und natürlich abonniert den Channel. Ich bin Daniel von Tablet.de hier auf dem Mobile World Congress. Vielen Dank fürs Zusehen.